Hunde und Katzen sind als Haustier nichts Außergewöhnliches. Papageien und Schlangen gehören an die Kategorie von den exotischen Haustieren. Wenn ihr hört, die wird eine Schlange von einem Meter durchheben, da stellt ihr sich direkt vor, eine gefährlich giftige Schlange, die einen Chihuahua fressen kann. Und das ist einfach bei den wenigsten Tieren der Fall. Wie ein Gewinn dann daheim halen und wie ein Kontrent ich nicht tue. Bei den Tieren ist es für uns immer wichtig, dass die Bienetranimal garantiert hat. Das ist unser Programm Haut am Magazin am Mittwoch an ihr Sturmart. Guten Abend. Für ein paar Wochen hat sie Schlagzeile gemacht. Ein Serfellkatz an einem Haus hier zu Lützebusch. Ein Wildtier wird in hier nicht halen dürfen. Aber vielleicht faszinieren aber doch die sogenannten exotischen Tiere. Alles, was über Katz, Hund oder Hamster herausgeht. Wir probieren Faszination zu verstehen und gucken, was den Hai am Land überhaupt halen darf. Wo sind Grenzen? Wie hält ihn sie richtig? Und wie kümmert sich um die exotischen Tiere, die Kimi will? Claire Schwarz mit den Antworten. Reptilien, Schlangen, Seelefilische, ein Stück Exotik an der eigenen Stufe. Ich denke, dass für viele Leute alles, was ein bisschen exotischer ist und nicht normal ist, wie Hunde, Kas oder Pferde, Wallensittich, dass das immens interessant ist. Und leider ist natürlich auch bei denen Leuten, wo ganz schnell das Interesse verschwindet. An der Abfangstation für Wildeieren kommen noch immer mehr Exoten heran. Für kurzem sogar ein Serval, ein afrikanischer Wildkatz. Also die braucht wirklich eine große Voliere, wo sie auch klettern kann, springen kann. So ein Serval kann 3,5 Meter springen mit einem Satz. Zu Lützebusch ist es verboten, Wildeieren zu halten. Mehr es gehen Ausnahmen. Am Naturschutzgesetz ist es am Anfang verboten, dass sie Wildarten von Tieren hält. Für die einen ein absolute No-Go, für andere eine große Passion, die für hier Tieren alles machen. Wenn die Leute sich interessiert sind, dem Tier etwas Besseres zu bieten, die informieren sie. Was ihr wen, wo sind Grenzen und was brauchen sie? Teile von exotischen Haustieren zu Lützebusch. Wir sind zu Diedling an der Abfangstation für Wildtieren. Lena de Beetzers, Veterinärin Center 2017 heim. Gerade präpariert sie Futter, rät Fleisch. Center kurzem wohnt nämlich ein Serwalkatz heim. Das ist schon was Besonderes, ja, weil es ist unsere erste, die wir hier haben. Und ja, es bekommt man nicht alle Tage. Große Umstellung eigentlich nicht, weil ein ausgewachsener Dachs oder ein ausgewachsener Waschbär, die können sich auch ordentlich wehren. Und da haben wir aber das Material für und also so vom Händeln ist es keine große Umstellung. Ein Serwalkatz kommt ursprünglich aus Afrika. Die heute kommt aber nur aus einem privaten Haushalt. Das ist aber immer noch ein Wildtier. Dafür ist für uns mit der Kamera auch Schluss. So, ab hier könnt ihr leider nicht mehr mit, weil ja, er ist doch sehr, sehr gestresst. Und genau, deswegen gehen wir nur mit ein, zwei Personen rein. Und jetzt gehe ich ihn füttern. Sie war just ein von vielen Tieren, die du rausgeholt haben. Und es war lang noch nicht der einzige Fall lang an diesem Jahr. Weil Tieren dürfen heute zu Lützebusch nicht halen. Denn Erik Gileas von der Veterinärinspektion ist spezialisiert auf exotische Tiere. Am Naturschutzgesetz ist es am Anfang verboten, dass sie Wildarten von Tieren hält. Los de so am Jurchtgesetz, da ist aber vorgesehen, dass in gewissen Konditionen die Tieren, die fallen, die in der Kategorie Wild, also Gibier, fallen, auf Französisch. Und da muss ich auch sagen, dass das, wie gesagt, dem Umweltministerium seine Kompetenz, da sie sie aussehen, die das letzten Wort tun, ob in so etwas die fallen oder nicht. Spezialautorisationen gehen auch für Veterinäre oder Infrastrukturen wie die Abfangstation, nicht aber für Privatleute. Ab wann ihr von einem wollen Tier schwätzt, ist mehr kompliziert. An ein domestizierter Tier also sich so definiert, dass es ein echt Tier ist, die durch ihren langen Kontakt mit Mensch, respektive durch künstliche Selektion, neu und vor allem verirrbar morphologisch, physiologisch und auch Verhaltensänderungen entwickelt hat. Wir sind beim Jeff Schreiner daheim. Santa Klangem ist hier fasziniert von exotischen Tieren.
Ich denke, dass es für mich ein ganz wichtiger Faktor ist, einfach die Faszination mit den Tieren. Dass einfach eine gewisse Leidenschaft, die dahinter steckt, ein ganz Biotop an Miniaturform durchzustellen und dort dann eben Tieren dran zahlen, die sich auch wohlfühlen und eben so beholen auf viele, wie was sie daheim auf freier Natur wären. Reptilien fallen noch nicht in das Naturschutzgesetz. Sie gehören an dem Sinn nicht als Wildtiere. Unter dem Tierschutzgesetz von 2018 ist es genau geregelt, wer ein Tier inhalen kann. Da gibt es eine sogenannte Positivlust. Und all die, die drauf steht, die werden ohne eine extra Autorisation halen. Darin fallen zum Beispiel Haustiere wie Hund, Katz oder Hamster, Nutztiere wie Kei, Esel oder Schaf, Fische, Reptilien, Amphibien oder Insekten, die nicht giftig sind, und Reptilien dürfen auch ausgewusst nicht mehr lang wie 1 Meter gehen. Die Tiere werden dann aber auch nicht halten, wenn ihnen eine extra Genehmigung hat. Dem Chef Schreiner sind Waranen sind zum Beispiel mehr groß wie 1 Meter. Da spielen verschiedene Faktoren. Irgendwie sind Leute sich bewusst gehen, oh, die sind wunderschön. An Europa wollte sie sie halen, natürlich sie gaufen aufgefangen, also gaufen exportiert. 2004 gaufen sie recht entdeckt und natürlich waren von einem Tag auf den anderen, ob sie einer kleinen Flasche immens viel deren aufgefangen gehen und verschickt gehen, dann dauert nicht lange, bis also deren immens bedroht gehen. Und dementsprechend ist das natürlich auch für mich eine immense Leidenschaft, dass ich so deren notziehen und einfach da ein bisschen einen Artenschutz machen kann. Für die Autorisation zu kriegen, muss ich weisen, dass sie sich gut mit dem Tier auskennt und die nötigen Infrastrukturen hat. Bei der Chef Schreiner war damals die Veterinärinspektion noch gut gekommen. Da ist zum Beispiel Danja dran, Safira, den Oscar, den Ballisto. Zurück an der Abfangstation, Lena hält uns mit bei 2 Ara-Papageien. Bei Fischer gilt das selbst, auch sie stehen ob der Positivlust. Hi, guten Morgen. Na, gut geschlafen? Hi. Hast nicht gut geschlafen? Lea, komm. Lea und den Tatu kommen von einer Privatperson, die sie aus gesundheitlichen Gründen nicht konnte halten. Wir warten jetzt tatsächlich noch auf die Papiere für die beiden, weil die waren auch nicht so ganz in Ordnung. Und dann gehen die in einen großen Zoo mit einer ganz großen Freiflugvoliere und mit Artgenossen. Ara-Papageien fallen in das Washington- und Artenschutzaufkommen. Dafür brauchen sie CITES-Papiere. Die beweisen, dass sie eine Notzucht sind und nicht an der freien Natur gefangen dürfen. In so Fall kommen aber immer mittags an die Abfangstation. Früher kam dann mal eine Fundschlange oder ein Wellensittich, der irgendwo zugeflogen ist. Aber jetzt wird es doch viel mehr. Ganz, ganz viele Schildkröten, auch ganz viele ja, Vögel, Schlangen und so weiter. Es wird mehr, ja. Nicht alle Proprietär ist es aber unbedingt bewusst, dass sein Tier daheim eventuell ein paar Bäuer bräuchte. Der Christoph Decker zieht über 10 Jahre Fischer und hat dort mit Klienten zu dienen. Das Problem ist auch Jahre verdrungen. So mal mit den älteren Generationen, die wissen gar nicht, um was es geht. Die haben Raubvogel daheim sitzen oder so. Ah, und ich habe ein paar Bäuer gebraucht. Ups. Wie meine ich das da, diese alle Panikäer ziehen, die mir dann angeschrieben haben, hier und da, was muss ich da machen und so weiter und so fort. Die wirklich gut nicht informiert sind. In Unwissen hat sich das auch dann an einer nicht so guten Haltung rumspiegelt. Die meisten Leute kaufen dann an einer Boutique zum Beispiel einen Käfer, der an den Tisch geht, der nicht extrem breit und lang ist. Mir ist das wichtig, also sich bei Papageien, Sittich-Exoten überhaupt fehlen, dass es sich einen Fluchschneuz gibt. Das ist nicht wichtig, wie heiß das Käfig ist, wie breit das Käfig ist. Das ist die Länge des Käfigs, die wichtig ist. Weil ich noch schon leider Leute gesehen habe, die wirklich dann. Die haben, also, ein Aar an einem Käfig in den Flecken und am Käfig am Sitzen in der Sinnefeld. Das ist einfach das, was ganz wichtig ist. Ja. Auch bei Reptilien ist das ein Thema. Die Tiere leiden dags, ohne dass sie nicht merkt. Der Chef Schreiner hat sein Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht und als Veterinär für exotische Tiere zu Wien gehen. Hier schafft er an einer Zooklinik. Hier habe ich einen Warmpython, der gerade Häutungsprobleme hat. Hier mache ich dem sozusagen ein Bitte, für das er sich einfach besser häuten kann. Durch seinen Beruf hat er alltag die exotischen Tiere um dich. Nicht jeder eignet sich aber, für sich um die Tiere zu kümmern. Es braucht ihn viel Wissen, Zeit und Passion. Ich denke, es gibt immens viel flott, spannend, interessante Tiere. Man muss sie nicht alle daheim halten.
ich arbeite immens gerne mit Affen. Ich schon es so gerne, dass ich, also ich verbringe so gerne Zeit mit Affen. Ich gehe wirklich ab, wenn ich in Arbeit mit meiner Schüler sitzen habe. Und trotzdem fand ich nicht richtig, dass ich zum Beispiel kleine Sprangtamarinen, mit denen ich viel schaffe, also nicht der richtige Weg, die durch ihn zu halen. Nicht alles, was den interessant oder flott findet, muss ihn auch besetzen. Wenn die Interesse eigentlich nicht mehr da ist, brauchen die Tiere einen neuen Platz. Zu diesen Ländern auch immer mehr Exoten. Sie sehen nicht mehr unbedingt eine Ausnahme. Ja, das ist dann natürlich immer, Polizei wird angerufen, wir haben eine giftige Schlange gefunden. Die ist jetzt gar nicht giftig, ne? Also ist harmlos. Kann natürlich, wenn man sich nicht auskennt, muss man natürlich trotzdem aufpassen. In einem anderen Dorf hier bauen sie ihre Lohe aus. Hier nebenan gibt es schon das Grundstück, was schon dafür vorgesehen ist. Und es wird ein neues Gebäude entstehen, es werden neue Volieren entstehen, auch für Exoten, weil es, wie gesagt, immer mehr wird. Sinn der Sache ist natürlich, dass die Exoten dann auch in Zoos oder, wenn die Privatleute das gut machen können, auch an Privatleute gehen. Aber unser primäres Ziel ist natürlich, Wildtiere zu pflegen und die auch wieder freizulassen. Aber es gibt in Luxemburg, wie gesagt, keine offizielle Struktur, die das mit den Wildtieren macht. Und deswegen machen wir das. Für den neuesten Avuna gehen noch ein paar Bäuerinnen organisiert. Bis dahin abläuft ein Heu. Dann sollen aber auch einen Platz an einem Zoo kriegen. Und dabei sieht es doch so friedlich aus. Ein Tankstelle ist zwar nur Männer exotisch, wir wollen erst nur der Pause aber mit, ob die neu auf der Escher-Autobahn.